Ja. Warum? Weil es einfach dazugehört, Multikulti. Der ist... Nicht angucken. Okay. Der Islam oder der islamische Glaube, die Moslems, die hier mit uns leben? Na, sowohl als auch die Menschen und die Religion. Was halten Sie von den Koranverschenkern, von der Aktion Lies? Oh, ja, das ist natürlich ein schwieriges Pflaster. Gehören die auch zu Deutschland? Ja, irgendwie schon. Aber es ist halt, man muss halt miteinander auskommen. Und jeder sollte irgendwie seinen Glauben hier nebeneinander leben können, ohne den anderen den Glauben aufzuzwängen. Gehört der Islam zu Deutschland, ja oder nein? Oder gibt es da Unterschiede, dass man sagt, Moslem ja, Islam nein? Und wie seht ihr das? Na, ich sehe das mal so, dass Moslem, klar, also sind hier genauso willkommen wie andere, wie die Deutschen, und Islam, meine Güte, das ist eine Glaubensrichtung und jedem das Seine, würde ich jetzt mal sagen. Also. Oh Mann, der ist hier, der gehört nicht zu Deutschland. Wir haben ja freie Religionsausübung und so weiter. Die sollen ihre Moscheen besuchen, wie sie Lust haben und so weiter. Aber ich gehe in meine Kirche und die gehen in ihre Kirche. Aber man kann nicht sagen, der gehört zu Deutschland, der ist da. Nicht? Die Kirchen sind da, die braucht man nicht extra noch, was sie kartografieren oder beschließen, die gehören zu Deutschland. Die sind immer da gewesen. Wir haben schon seit alte Fritz-Zeiten. Finden Sie das in Ordnung, dass die hier stehen und ihre Korane verschenken, um noch mehr Leute zum Islam zu ziehen? Boah, das ist doch, können wir doch ruhig machen. Die Leute, die werden schon sehen, was sie davon haben und so weiter. Islam hat dann auch negative Seiten. Och, nicht, also von mir aus. Welche? Naja, die Scharia, das ist so unmöglich, was da momentan abläuft. Die Leute werden geköpft und so weiter. Nee, das ist doch unmöglich, das sowas zu favorisieren. Das ist doch Schlimmes, was da gemacht wird momentan. Wie kann man da muss man doch in die Opposition gehen, wenn man sowas sieht. Und das werden Videos rumgereicht und jeder kann die sehen. Ich bin nicht beschäftigt, ja? Deswegen kann ich nichts sagen. Ne? Leute haben aber Angst nur, ne? Wissen Sie, sowas, wenn man macht. Ne? Ja? Leute haben Angst, deswegen... Ja, vielleicht noch einen kleinen Hinweis dazu. Man spricht ja immer oder prangert immer an das Selbstbestimmungsrecht der Frau. Ja. Wenn eine Frau doch damit einverstanden ist, dass sie mit einem Mann lebt, der drei Frauen hat, und die anderen drei Frauen sind auch damit einverstanden, warum ist das nicht erlaubt in Deutschland? Und dann kommen natürlich auch noch die Gesetzmäßigkeiten hinzu mit Rente nachher, später und. Ne? Okay, ist das Grundgesetz ein christliches Grundgesetz? Verstehe ich Sie jetzt richtig? Nein, ich habe jetzt vom Glauben gesprochen. Das ist vom Glauben. Vom Gesetz her sind es natürlich die Sozialleistungen. Wenn ein Mann in Deutschland angenommen vier Frauen hat und er stirbt, dann müsste die Rente zum Beispiel durch vier geviertelt werden. Das sind alles so Geschichten, das geht gar nicht. Und dann geht es natürlich auch um Erben, um Kinder und. Und das hat alles mit dem Grundrecht zu tun. Genau, ich denke, da kann man ja in Deutschland die Gesetze verabschieden und neu schreiben. Das ist nicht das Problem. Aber wenn wir zum Selbstbestimmungsrecht zurückgehen, weil ja gerade eine große Debatte ist gegen einen Imam, der hier in Deutschland eine Predigt gehalten hat und gesprochen hat über das Eheleben im Islam. Und dann wurde von Bild und von BZ ganz groß angeprangert, dass das Selbstbestimmungsrecht der Frau mit Füßen getreten wird. Und hast du nicht gesehen. Auch vom Spiegel übrigens und von der Welt. Auch vom Spiegel, natürlich. Axel Springer komplett. Also das ist ja nicht das Problem. Aber wenn wir von Selbstbestimmungsrecht sprechen, warum ist hier eine Doppelmoral vorhanden? Dass man auf der einen Seite sagt, die Frau hat das Recht auf Selbstbestimmung. Auf der anderen Seite sagt man aber, sie darf nicht als Zweitfrau mit einem Mann verheiratet sein noch. Wo bleibt denn das Recht der Selbstbestimmung in der Sure 4, Vers 38, wir reden über Selbstbestimmung der Frau, wonach der Mann die widerspenstige Ehefrau ins Schlafgemach verbannen und sie schlagen, wenn sie nicht auf seine Ermahnungen hören darf? Ich müsste, um auf diesen Vers zu antworten, erstmal den Vers lesen im Arabischen. Ich müsste den Tafsir lesen im Arabischen, gucken, was er bedeutet, und dann könnte ich ihn antworten. Komischerweise ist das immer die Antworten, die man dann bekommt. Weil so geht man in der Religion vor. Man darf nicht einfach von sich aus etwas sagen. Deswegen haben wir so ein Kuddelmuddel in der Religion, dass jeder möchte was sagen und dann kommt der Vers und tötet die Ungläubigen, wo immer ihr sie auch findet. Ja? Und dann heißt es, guck mal, die bösen Muslime, sie müssen ja die Ungläubigen töten. Und dann sage ich natürlich nicht, das ist nicht richtig. Wenn man diesen Vers aus dem Kontext zieht, dann ist das falsch. Dieser Vers wurde offenbar zu einem bestimmten Anlass. Er ist zeitorientiert.
Und anhand dieses Anlasses, warum er offenbart wurde, müssen wir uns als Muslime, wenn wir sagen, der Koran ist das Buch Allahs, was wir für uns beanspruchen, müssen wir uns auch nach den Richtlinien halten, so wie man den Koran zu verstehen hat. Und den kann man nicht interpretieren. Doch, ich habe unterrichtet Medien. Dann beenden wir das Gespräch jetzt. Ja. Wir können uns doch unterhalten hier. Was ist das? Eine Kamera? Geh mal da hinten hin. Das geht mir nichts an. Wenn die Jungen. Nein. Was sagen Sie denn zu der Diskussion hier? Ja, doch, habe ich schon gesagt. Was sagen Sie denn dazu? Einfach, man weiß nicht mehr, was man glauben soll. Man hat einfach Angst wovor? Angst vor Islamismus, mehr oder weniger vor Gewalt, vor Gewaltverherrlichung, vor Bombenanschlägen, wie Russland etc. Es ist so viel los in der Welt, dass man einfach Angst hat. Und dann legt er meine, da mag ich immer die Grenzen zu, und dann schmeiße ich die alle raus. Und dann hat meine Ruhe.